Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zuhälter-Tape-Trilogie-Box von Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zuhälter-Tape-Trilogie-Box von Kollega, das Ganze im Jahr 2010 erschienen und es ist meines Wissens die seltenste und auch gleichzeitig die teuerste Box, die es im gesamten Bereich Deutschrap so gibt. Das Ganze damals auf 1111 Stück limitiert worden und somit sogar noch seltener als dieses gute Stück hier, die Jungbrutal gut aussehend 1 Steelbox, damals ja auf 1500 Stück limitiert gewesen. Wir haben hier eine schwarze Steelbox, Exklusiv Edition Kollega Zuhälter Tape Trilogie lesen wir hier. Darunter haben wir noch das Logo von Selfmade Records. Von der Gestaltung her haben wir hier so eine Gitternetz-Optik. Und das Spannende ist, dass hier in der Mitte, also sieht ein bisschen so aus wie so eine Musik, wie so eine Soundbox, dass hier in der Mitte die Membran erhoben ist. Bedeutet, das Ganze steht etwas heraus, man kann das wirklich hier spüren. Und dasselbe auch hier bei dem Selfmade Records Logo geschehen. Hier haben wir so ein abgerundetes Dreieck. Gut, hier unten haben wir nochmals das Logo von Selfmade Records. Auf der rechten Seite lesen wir nochmals Exclusive Edition Kollega Zuhälter Tape Trilogie. Hier lesen wir Kollega Zuhälter Tape Trilogie Selfmade Records 2006 bis 2010. In dem Zeitraum ja die Inhalte entstanden, die einzelnen Alben. Und hier nochmals Exclusive Edition Kollega Zuhälter Tape Trilogie. Auf der Rückseite haben wir das Gemälde, die Zeichnung von Kollega. Bedeutet, Kollega hat hier wirklich dieses Backcover, diese Rückseite selbst gestaltet. Hier rechts unten haben wir dann auch noch seine Unterschrift, Kollega 2010. Und dann haben wir hier eine sehr interessante Szenerie. Also für mich sieht das genau, ja, das ist wohl Babylon, denn wir haben hier im Hintergrund den Turmbau zu Babel. Und hier, auch wenn es von der Farbe nicht ganz so hinhaut, weil das meiner Meinung nach damals blau war, aber das dürfte wohl das Ishtar-Tor sein, weltberühmt. Und dann haben wir hier Kollega abgebildet. Ist die Frage, ob das ein Heiligenschein sein soll, aber es sieht für mich eher nach Hörnern aus. Oben ohne. Und dann haben wir hier noch eine AK-47 und zwei Dobermänner dürften das wohl sein, die er hier an der Leine führt. Sehr, sehr schönes Bild in meinen Augen. Kann man sich gar nicht entscheiden, welche Seite man dann vielleicht ins Regal stellen möchte. Aber ja, auf jeden Fall gelungen, meiner Meinung nach. Das Ganze geht auf zwei Seiten auf. Und zwar haben wir einmal den Verschluss hier, genauso wie auf der anderen Seite. Und dann haben wir auch hier gleich den Inhalt, die CDs. Zusätzlich zu den CDs, zu den einzelnen Alben, haben wir einmal hier ein Textbuch, also ein Heft. Dann haben wir das Kollega-Kondom, einen Sticker. Und dann haben wir hier noch die weiteren zwei Alben. Also wir haben hier diese Plastikeinleger und die kann man auch, also kann man schon rausholen, aber die sind hier wirklich angeklebt und das Ganze dementsprechend fest. Wir haben dann hier auch die Möglichkeit, das Ganze hier noch zu öffnen. Sieht dann so aus. Und auf der linken Seite beginnt das Ganze mit, wir fangen erstmal mit der Musik an, würde ich sagen. Also wir haben hier so zwei Schnapper. Ist die Frage, ob man das sieht. Moment, ich zeige das mal kurz aus der Nähe. Also, wir haben hier links so einen Schnapper, der die CD hier fixiert. Und wenn man hier dann drauf drückt, hat man die Möglichkeit, die CD zu entnehmen. Ich werde mal kurz alle vier CDs rausholen. So, machen wir die Box mal kurz zur Seite. Und man kann schon sehen, hier im Hintergrund, hier sieht man es, wo das Ganze hier festgeklebt wurde an beiden Seiten. Okay, also das Ganze ging ja los im Jahr 2005 mit diesem Album hier, Zuhälter Tape Volume 1 Xmas Edition.
So sieht das aus. Wir haben hier den Dobermann-Kopf abgebildet und hier die ganze CD auch wieder in dieser Gitterlinienoptik. Red Light District Soundtrack. So sieht das aus. 2005 erschienen. Dann haben wir das Zuhälter-Tape Volume 2, beziehungsweise der eigentliche Titel, unter dem es dann herauskam, war Boss der Bosse. Das war ein Jahr später, im Jahr 2006. Hier haben wir Kollege an der Motorhaube des Mercedes gelehnt. Dann haben wir drei Jahre später, im Jahr 2009, dieses Album hier erhalten. Kollege Zuhälter-Tape Volume 3. Das Ganze damals wirklich nur exklusiv über den Selfmade Records Shop erhältlich. Genauso wie auch natürlich diese limitierte Box. Und zusätzlich zu dieser Box, also als Boxinhalt, als besonderes Highlight dieser Box zusätzlich, gab es dann noch das Hood Tape Volume 1. Die Box im August, glaube ich. Ja, ich glaube August 2010 erschienen. Und damals erstmals das Hood Tape Volume 1 als Boxinhalt mit dabei gewesen. So, dann haben wir einen Sticker. Wir haben hier das Ahornblatt und dann hier das K. Also das war das alte Logo damals von Kollega bei Selfmade. Ahornblatt und dieses K. Darunter lesen wir Kollega. Schöner, großer Sticker. Dann haben wir das Kollega Kondom. Und zwar haben wir hier so eine kleine Papp, ja, so eine kleine quadratische Papp. Kondomverpackung und auch hier wieder das Logo von Kollega abgebildet. Der Boss fickt mit Billy Boy wie Tokyo Hotel Groupies. Also das Ganze eine Line, ein Zitat von Kollega. In diesem Fall sehr passend. Und dann haben wir hier einmal Latex, ein Kondom von Billy Boy. Und zwar, so sieht das aus, extra feucht steht hier. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich das Ablaufdatum. Und nachdem die Box ja 2010 schon erschienen ist, ist das Ganze im Februar 2014 abgelaufen. Und das ist auch wirklich das originale Kondom, das es damals als Inhalt gab, das ich bis heute natürlich nicht verwendet habe und was auch noch viele weitere Jahre hier drinnen aufbewahrt wird. So, die Gebrauchshinweise bzw. die ganze Beschreibung im Innenleben erspare ich euch jetzt mal. Wir machen das Ganze wieder zu. So. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box dieses Heftchen. Also vom Design her 1:1 wie das Cover von der Box. Auf der Rückseite haben wir die Beteiligten und die Auftritte von Selfmade im Internet. So. Und hier wurden dann wirklich zu allen drei darin enthaltenen Alben, also zum Zuhälter-Tape Volume 1 bis 3, die Tracks aufgelistet und jeder Track wirklich Wort für Wort abgetippt. Wir haben hier 19 Tracks bei Zuhälter-Tape Volume 1 und das Ganze dann hier Seite für Seite abgehandelt. Kann man dann schön mitlesen, mitrappen oder wenn man irgendwas nicht verstanden haben sollte, nachlesen. Dann geht das Ganze hier weiter mit dem zweiten Teil, nämlich Boss der Bosse. Hier 17 Tracks abgedruckt. Auf jeder Seite hier auch das Cover eingearbeitet, also der Zigarre rauchende Boss mit dem Mercedes. Und dann natürlich auch noch, wo haben wir es? Hier geht es dann los. Zuhälter-Tape Volume 3. In diesem Fall 18 Tracks und auch diese hier wieder Wort für Wort abgetippt. So sieht das dann aus. Am Ende, ja, auf der letzten Seite, haben wir dann noch die Tracklist vom Hood Tape Volume 1. 25 Tracks in diesem Fall. Wir haben hier die Infos, wer das produziert hat, also wer die Tracks produziert hat. Allerdings haben wir jetzt zum Hood Tape keine Texte mehr, weil das endet jetzt hier. Aber die Zuhälter-Tapes 1 bis 3 sind hier komplett erfasst. Ja, das war's mit dieser Box. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das Songbook, das Textheft. Dann einmal dieser Sticker, der Kollega Logo-Sticker. Das Kollega Kondom. Das Hood Tape Volume 1. Zuhälter Tape Volume 3.
Zuhälter Tape Volume 2 bzw. Boss der Bosse und natürlich Zuhälter Tape Volume 1. So, dann machen wir es mal kurz zur Seite. Und die Box wieder zu. Das alles in dieser wunderbaren Box, Zuhältertape Trilogie von Kollega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise in diesem Fall den Alben und der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.